Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Caron. Oh mein Gott! Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das denkt sich jeder, wenn das Spiel sieht. Warum gucken es dann die Leute? Ja, so viele gucken das jetzt auch nicht. Vier Stück! Ja, zwei Aufrufe davon sind schon mal von mir. Warum zwei? Keine Ahnung, einmal wenn es rauskommt und einmal abends nochmal. Weil ich vergessen habe, was ich gesagt habe. Oh Gott, nein. Oh ja. Nicht diese Scheiße wieder. So, dann soll ich die SMS vielleicht mal kurz lesen. So, ich fresse jetzt mein Eis. Also, Entschuldigung, wenn man es hört. Lutsch dein Ding. Oh ja. Hat sogar die Form. Oder beißt du wohl eher? Mal so, mal so. Okay. Ah, ja. So, mein Weibchen ist traurig. Oh. Ja. Ich glaube, ich gehe das Wochenende überangeln. Okay. Ja. Wobei, ich glaube eher, wir werden nur im Ausschiss hocken. Ja, in Wensdorf sind wir wahrscheinlich. Im Ferienhaus von Lukas. Mhm. Da rumgammeln. Mhm. Ja, Wensdorf, kennen wir ja den Kerl, den einen Teich da unten gehört, direkt am Wald, da dürfen wir angeln. Und dann, ja, werden wir wahrscheinlich voll auf nach Nürnberg reinballern. Du kommst ja nicht mit. Nee. Jawohl, ich habe einen Typen hinter mir erschlagen. So muss das. Boah, ich freue mich richtig auf das neue Headset, ey. Ja. Yeah. Mal schauen, vielleicht sind wir mit dem Let's Play fertig, bis es kommt. Ich hoffe, dieses Spiel hat es nicht verdient, mit dem Headset kommentiert zu werden. Wenn nicht, dann werde ich immer extra diese Improvisation hernehmen. Wo ist hier der Ausgang? In deinem Arsch. Nein, in deinem Anus. Monumentalrektus? Nein. Wo bin ich jetzt? Yay! What the fuck? Was ist das? Okay. Ah, stimmt, ja genau. Die Teile. Hässliche beschissene Mistviecher sind groß. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Hm? Es kommen in dem Level irgendwie immer nur drei verschiedene Gegnertypen vor, normalerweise. Ist mir bis jetzt wirklich jedes Mal aufgefallen. Skelette, Zombies und... Was Affen. Waren, genau. Und was sind dann die grünen Dinger? Ja, die genau, die siehst du total selten, diese... Ich nenne jetzt mal Bombenpflanzen und die normalen Pflanzen. Und was mit den Geistern? Ja, die siehst du auch total selten. Die kommen eben ab und zu nur mal... nur ab und zu mal. Aha. Du hast die Insekten vergessen, weißt schon, diese fliegenden ja. Viecher. Die mit irgendwelchen Lasern auf mich schießen. Ich will aber eher darauf raus, dass irgendwie von den Insektengeistern und diesen Kombipflanzen jetzt irgendwie immer nur total wenige vorkommen, wenn du mit den anderen totgeschmissen wirst. Ja, weil die anderen irgendwelche Viecher sind, die dieser Schieß mich tot, Hexer, Schamane, Arschkind jetzt. Oder so. Ja schon, aber ich gehe mal davon aus, dass das mal Menschen waren, also verzauberte Menschen. Da muss es doch aber eigentlich auch mehr von den Pflanzen und Tieren geben als Menschen. Nein, vielleicht sind das auch einfach nur irgendwelche Mist-Experimente. Es waren mal Steine. Genau. So ungefähr. Was wollt ihr mit diesen ganzen Zombies machen, Alter? Wenn ihr Zombies sehen wollt, spielt Left 4 Dead. Meine Fresse. Ja, ich glaube, da mache ich sogar noch ein Singleplayer-Let's Play zu. Das machen wir, mir funktioniert es ja nicht. Ja. Bei allein ist es auch dämlich. Ach was. Zwar allein auch recht viel Spaß, aber ich finde zusammen macht das Spiel viel, viel mehr Bug. Fun. Wenn ich jetzt in so einem Zombie verreck. Ich stell dich schon mal leiser.
Was zum Henker soll jetzt das hier sein? Sieht nach dem Aufzug aus. Nach unten? Ja. Warum will ich nach unten? Ahnung. Es ist ja irgendwie sowieso ja voll Backtracking und so und mir kommt das alles gar nicht bekannt vor. Ey, wir beziehen deine Abonnenten gar nicht mit ein. Doch, ich habe vorhin ganz mal ganz kurz, aber ja. Ja, falls es dir nicht aufgefallen ist, das machen wir öfters nicht. Ja, ja, schön. Sollte man ändern. Und was ist jetzt da? Ich gehe mal von aus, du musst durch und dann bin ich da hinten, musst du dich teleportieren. Dann denke ich mal, dass du von da drüben auf die Plattform mit den Zähnchen darüber. Oh. Und darin sehr, du landest auf dem Stein in der Mitte. Du meinst den da? Genau. Boah, voll die spannende Teleportations-Challenge. Es war auch keine Teleportations-Challenge. Nee. Da habe ich jetzt mal eher erwartet, dass vielleicht kommt, weil zwei hintereinander. Boah, doch, so Bratwürste werden jetzt schon geil. Musst du warten bis Aufnahme zu Ende. Ja, ich weiß schon. Ansonsten habe ich wieder so ein schönes Kahn-Problem. Ja eben, muss ich ja eh von PC auf den Laptop wechseln mit dem Anruf. Eben. Oder aufs iPad. Oder aufs Tablet oder so. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier jedes Mal langlaufen muss, meine Fresse. Ja, auf die Platte da hüppen. Ja genau, aber in der einen Höhle gab es ja noch einen Weg. Also wärst ist ein Aufzug runter, halt. Ja, wärst du immer runtergefahren, vielleicht. Da gibt's. Wird's bestimmt wieder nur Münzen geben oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Boah, meine Laune steigt langsam. Deine Laune steigt? Ja. Wenigstens bei einem. Okay, nee. Komm, wenn wir dann noch ein bisschen zocken, einfach aus Gaudi, dann wird das schon. Kriegst heute beste Laune. Wolf, links. Ich weiß. Außerdem ist es ein Löwe. Meine ich doch. Ich benutze das Wort Löwe eben total selten. Du hast schon vergessen, was es überhaupt ist, nicht wahr? Es waren diese kleinen gestreiften Dinger, oder? Kleinen gestreiften Dinger? Ja, ja. Das ist diese ganz, ganz kleinen da, wo du immer nur Australien findest, mit diesem langen Schnabel. Langer Schnabel? Ein Kiwi! Mensch! Du kennst Kiwis nicht? Kenn ich schon, aber die sind noch nicht gestreift. Ich weiß, ich wollte eher auf, eigentlich auf den Tiger raus, aber jetzt hab ich dann doch eher zum Kiwi gewechselt. Ja, dann kein Wunder. Yay, Jump Action. Ja, halt's Maul. Was ist mit dieser Entfernung, die ich da springen muss? Geil. Aber geil, ey. Fuck you. Aber hey, dieser Safe Point ist schon mal schlau gesetzt. Ja, wenn ich nicht auch noch so eine Scheiße bauen würde, wäre das sogar richtig cool. Ja? Zack. So, ich kann jetzt dahin oder dahin? Hm. Probier erstmal links. Ja, sieht's nach Tür aus. Oh! Ich dachte, es sieht erstmal nach Tod aus. Ja, ich auch. Da geht's auf jeden Fall irgendwo hoch. Das Teil hat hier hinten ein Loch. Das hat am Arsch ein Loch. Sehr gut. Was will ich da oben überhaupt? Vielleicht Münzchen holen? Auf den Münzen scheiße ich irgendwie übelst. Ist das normal? Was? Dass ich auf diese Münzen eigentlich übelst scheiße? Jein. Jawohl. Geil! Schön. Fick dich. Spiel, fick dich einfach nur in dein Anus. Das war jetzt meine Schuld. Wieso denke ich gerade an Ted? Mit seinem Superlied, fick dich.
Ohne Scheiß, den Film habe ich mir nie gegeben, ich hab's vor. Hä? Den Film habe ich mir keines Mal angeschaut. Ich auch nicht. Neue E-Mail. Du bist der neue Gewinner von Scheiß mich tot. Nee, Google Plus hat mir geschrieben, das Team. Achso. Ja, ja, Twitter wollte ich mir auch noch holen. Ne? Ja, genau. Kann ich dann auch den Link zur App schicken, zum Metro-Tweet? Weil die ist doch recht chillig. Ja, ja. So dumm bin ich jetzt auch nicht. Nein! Das gibt's doch nicht! So Leute, ich glaube, wenn ich dieses Spiel durch habe, ich werde erstmal feiern. Ich glaube, ich werde es feiern wie sonst was. Boah, da feiere ich mit ohne Scheiß. Ich glaube, bis ich es durch habe, da kommen wir bei 130 Parts an. Oder ich spiele es einfach nur an Tagen, in denen das wirklich schlecht ist. Nein! Du dreckiges Spiel. Ich scheiß jetzt auf da oben. So. Gott, kann da oben sonst was sein? Sterblichkeit oder sonst was? Ich kack drauf. Ich vermisse meine Möglichkeit, Shin Megami Tensei aufzunehmen. Oh, wieso? Weil das Spiel wenigstens Spaß gemacht hat. Wie gesagt, danach können wir eine Runde Battlefront zocken oder so einfach aus Gaudi, dann wird es schon. Und wenn ich gerade ein bisschen schweige, Entschuldigung, ich muss gerade so einen halben Roman zurückschreiben. Ja, mach das. Bin gerade noch dabei. Ich hab's endlich hier hochgeschaffen, was finde ich? Eine Kiste! Hör ich doch. Ja, ich weiß. Oho! Genau 0 Zeichen übrig! Oho, da kann er was. Und wieso zum Teufel kann ich nicht auf diesem Schlangenkopf landen? Für mich sieht er breit genug aus. Bah. Nein, ich gehe nicht dahinter. Ich will einfach nicht mehr. Das war jetzt scheiße, weil ich in der falschen Steuerung war. Also Leute, viel Spaß mit angucken, selbe Stelle, immer wieder. Juhu. Auf und nieder, immer wieder. Die sind Deutschland gut gemacht. Bah. Jawohl. Mit einem Aufwärtshaken 2 Gegner gleichzeitig treffen. Ein Gegner treffen, der nicht in meinem... der nicht im Weg war. Kahn macht doch recht große Schwünge, ne? So. So. Fertig geschickt. Schreibt. So, dann soll ich vielleicht kurz noch das Spiel antesten, ob es geht. Das mache ich jetzt auch mal kurz nebenbei noch.
Ton hat eh keinen. Es regt so auf, das Spiel ohne Ton zu spielen, ne? Tja. Spiel starten. Wieso stehen die Stellen immer so gleich? Okay. Ey, guck dir den Stein an. Moment, ich hab grad schwarzes Bild. Ja, geil, jetzt ist ein komplettes Bild verschoben. Warte, ich versuch's. Welchen Stein, den, wo an dir vorbeischwimmt? Hättest du vorhin sehen müssen. Der ist auf einmal einfach auf der anderen Seite gewesen. Hat sich rüber teleportiert. Leider nicht gesehen. Oh, ich hab Ton. Moment, ich muss kurz ausstellen, wenn man den hört. Ist doch wurscht. Deaktiviert! Hey, da ist ein hässliches grünes Viech. Und spiele jetzt noch kurz eine Grafik herum. Oh, geil! Oh. Anti-Aliasing. Hier. Hey, das heißt, hier sind irgendwo die Gegner. War eigener Beschuss natürlich ein. Du hast jetzt Ton? Nein. Leider noch nicht. So, dauert noch kurz, bis ich dir wieder zugucken kann. Das ganze Bild ist dort leider verschoben. Ist, glaube ich, egal. Du wirst sowieso nichts verpassen. Oh, eben. Und wenn, dann kannst du es dir im Let's Play dann nochmal neu angucken, wenn du willst. Ja. Oh Mann, ich habe mich schon gefreut. Ja, keine Zombies. Das ist so ein Schmarrn. Und tot, und tot. So, okay, dann haben wir statt jetzt. Also irgendwie was Interessantes verpasst du ja eh nicht. Boah, ich hoffe, dass es mit normalen Einheiten wieder geht, weil 1.3 Patch müsste jetzt hier draußen sein. Scheint aber zu funktionieren. Oh, Bild ist normal, sehr gut. Ey, noch mehr hässliche grüne Viecher. Oh, das finde ich jetzt doch irgendwie recht unfair. Was? Ja, funktioniert. Ich muss da hinten noch ein Viech kaputt machen, während ich auf einem Stein stehe, der kaputt geht. Irgendwie nicht gut. Und es ist so ungewohnt, wieder mit den Figuren zu spielen. Hey, der geht doch nicht kaputt. Ich dachte, der geht kaputt. Und ich bin tot. Aber funktioniert. Passt, okay. Ja, wollte ich gar nicht rausfinden. Yay. Dann wissen wir ja schon mal, dass es funktioniert. Jetzt ist nur die Frage, ob wir auch zusammenspielen können. Wenn ich es irgendwie schaffe, eine CD zum Laufen zu bringen, dann ja. Ja, ich habe dir einen Link geschickt, wir sind übrigens bald bei 20 Minuten. Ja, das dachte ich mir schon. Hey Leute, wenn alles glatt läuft, dann könnt ihr ein nettes, schönes Let's Battle oder Let's Play von mir und dem... Let's Battle wird ja eh was ganz anderes, das wird viel lustiger. Ah, Kopf juckt. Kratz dich wieder mit deinem Schwanz, ja? Natürlich, immer. So wie gestern. Und zwar immer am Arsch. Na klar. Ah, Mann. Flo, die Zeit vergeht hier so schnell. Siehst du mal. Du musst wieder herkommen, dann dauert's wieder. In deinem Zimmer vergeht die irgendwie so langsam.
Ja, weil ich nichts mache, außer den ganzen Tag da hocken und chillen. Ja, ich mach doch gerade auch nichts. Ja, okay, ich chill nicht. Ich ja, ey, du regst dich her. Stirbt, stirbt, stirbt. Hey, cool, da waren ja Fallen. Dann nicht. Genau, wenn du da ins Loch runterspringst, bekommst du erstmal die beschissenste Kamerastellung, die es gibt. Ich werde die bei Mario 64 ist beschissener. Nein. Oh doch. Nicht an der Stelle. Boah, die Kamerasteuerung da war ja so zum Kotzen. Ich weiß, ich kenne sie. Ich habe mir Let's Play davon angeschaut. Ja, ich habe selbst gespielt. Du kannst sie nicht, du hast ja keine N64. Ich habe einen N64 Emulator. Es zählt nicht, ich habe noch das Original, das ist viel cooler. Ich hatte einen Super Nintendo, den musste ich weggeben. Oh, den habe ich noch, zwei Stück sogar. Ich muss ihn mal weggeben, samt allen Spielen. Oh. Jawohl. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo die Sega rumstehen. Hatte ich nie. Sega war jetzt auch nichts Besonderes. Ja, aber es war unser Spielsystem. Ich finde es ja auch irgendwie total interessant, dass sie solche Säulen aus Stahl mit einer Axt kaputt machen. Mit zwei Schlägen. Die sind übrigens über 22. Ja, ich habe ja auch hier nur noch schnell alles aufgeräumt. Ja, ja, nur noch schnell. Jawohl. So, dass wir beim nächsten Mal auch einfach ganz normal weiterlaufen können. Ja. Das Level ist immer noch nicht vorbei. Oh Mann. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Kahn spielen. Bei mir ist gerade der Ton total weg. Also Leute, auf Wiedersehen. Tüdelü. Arrivederci.